Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute geht es darum, wie ihr einfach oder einfacher den richtigen Aspekt, den ihr sucht, findet und wie ihr die Items findet, die ihr sucht. Und da habe ich auch ein Beispiel. Ich suche aktuell einen Ring, weil ich bin nicht zufrieden mit dem Ring hier. Den habe ich schon etwas länger. Und was mir hier fehlt, ist Schaden gegen verwundbare Ziele. Das heißt, ich brauche mindestens drei dieser Aspekte hier oben und einen kann ich verzaubern. Und jetzt war ich gerade in der Scirocco-Höhle und habe einmal komplett in 5 Minuten die Scirocco-Höhle abgefarmt und habe bekommen 0 Ringe. Diese Ringe hier kann ich nicht nehmen, weil die sind nur heilig. Ich brauche die blauen Ringe von Macht, weil ich bin Level 95. Ich brauche natürlich den geilen Scheiß. Ihr seht, komplettes... Ey, ihr seht das gar nicht. Komplettes Inventar voll. Und nichts dabei, was ich brauchen kann. Es gibt 2 Ringe, beide sind heilig, kann ich beide nicht benutzen. Und jetzt gibt es einen, ich will nicht sagen Trick, weil es ist obvious im Spiel mit drin und auch eine Mechanik, die man früh lernt, wo es sogar eine Mission zu gibt, meine ich am Anfang. Ah, nicht sicher. Jedenfalls sind das die Obolusse und noch genauer der Raritäten. Verkäufer. Ich zeige euch den gerade mal. Das Zeichen sieht so aus, dass dieses Fragezeichen, Kuriositäten. Da gehen wir jetzt gerade mal hin. Das hier ist der Kuriositätenhändler. Und wenn ihr den anspricht, dann könnt ihr hier für Obolusse, das ist diese Währung hier. Da habe ich gerade 3 von. Die habe ich gerade extra leer gemacht, um das mit euch einmal durchzugehen. Und hier könnt ihr jetzt alles Mögliche aussuchen. Unabhängig davon von dem Video, holt euch immer 2, 3 flüsternde Schlüssel, falls ihr eine flüsternde Truhe seht, damit ihr die aufmachen könnt. Und hier wären jetzt Ringe. Da kostet ein Ring 60 Obolusse und ihr seht, benötigt die Stufe 95. Das heißt, der Ring wird immer Stufe 95 sein und kann random selten, ich weiß nicht, was das blaue heißt, ungewöhnlich oder so, legendär, legendär heilig, legendär vermacht. Und ich glaube auch die seltenen können heilig und vermacht sein. Egal. Die Kernessenz dieses Videos ist es, farmt Obolusse, anstatt durch Dungeons zu laufen, um das perfekte Item zu finden. Das gilt auch für Aspekte. Dazu komme ich auch am Ende des Videos, weil das nochmal ein bisschen spezieller. Da würde ich ohne hin und her zu schwenken, genau drauf eingehen. Und ich würde sagen, ich farm jetzt mal so 500, 600, 700, 800 Obolusse und guck mal, wie lang das dauert. Und erkläre euch auch, wie ihr die am einfachsten bekommen könnt. Da ist auch direkt der erste Tipp. Ihr seht, ich kill mal gerade kurz, bevor die mich killen. Ihr seht auf der Karte immer wieder diese orangenen Kreise und wie ihr wisst, gibt es in diesem orangenen Kreis ein Ereignis. Und für jedes dieser orangenen Kreise und dieser Ereignisse gibt es Obolusse. Und ich schließe das hier gerade mal ab. Der ein oder andere wird erkennen, dass das hier nicht ein einfaches Ereignis ist. Das hier ist ein flüsternder Baumereignis. Und warum ich gerade das hier mache, ist folgendes. Diese Ereignisse sind nicht auf der Overworld-Karte eingezeichnet, aber die flüsternden Baumereignisse sind eingezeichnet. Und es gibt eine Aufgabe, diese hier, schließt ein Ereignis an bla 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 ab. Und da wisst ihr ganz genau, das ist auf jeden Fall so ein orangener Kreis und hier gibt es Obolusse. Ohne dass ihr in der Welt rumlaufen müsst, um das zu suchen. Das ist übrigens sogar ein einfacher. Das könnt ihr machen, ohne zu kämpfen. Müsst immer nur in diesem Kreis hier bleiben. Und so eine Aufgabe dauert immer ungefähr 1,5 Minuten. Und die Obolus-Ausbeute ist immer ein bisschen random. Da gucken wir gleich mal drauf. So, ich habe die Mission abgeschlossen. Verlorene Seele, Mission abgeschlossen. Und ihr seht, 69 Obolusse. Das ist ein garantierter Ring. Und das hat keine 2 Minuten gedauert. Eigentlich müsste ich nicht mal cutten dafür. Aber ich mach's mal. Und nachdem davon können wir natürlich auch das hier mit dazu nehmen. Weil demnächst gibt es ein riesen Opening. Warum nicht mitnehmen? So, und jetzt, wenn ihr jetzt die Karte checkt, da gibt es immer wieder diese Aufgaben. Da, schließt ein eigenes Rasiermesser Untiefen. So sieht das Zeichen aus, damit ich das mir jetzt auch mal merke. Da gehen wir jetzt hin und dann sind das wahrscheinlich wieder 60, 70 Obolusse. Das ist schon mal der erste Tipp. Unabhängig davon könnt ihr natürlich auch einfach in der Höllenflut rumlaufen. In der Höllenflut vor allen Dingen. Ah, es ist immer wichtig bei Diablo, wenn ich eins gelernt habe bei Diablo,
Macht Dinge nie nur für eine Aufgabe. Also macht nie irgendwas, um nur ein Ergebnis davon zu bekommen. Macht immer mehrere Sachen gleichzeitig. Und deswegen würde es jetzt keinen Sinn machen, hier irgendwo in der normalen Welt rumzulaufen und diese Kreise zu suchen. Macht solche Sachen immer in Verbindung mit noch was. Ihr seht, ich laufe hier lang, zack, ist da so ein Kreis. Also den findet man wirklich immer oft. Und da braucht ihr keine halbe Stunde, bis eure Obolusse voll sind. Maximum auf. Ach, das ist das, was ich mir markiert habe. Maximum auf, wenn ihr alles habt, sind 1000 Obolusse. Und 1000 Obolusse sind nach Adam Riese 15 Ringe oder sowas. Die Dinger kosten natürlich auch noch unterschiedlich, je nachdem, was ihr haben wollt. In meinem Fall ist Ring und Ring ist teuer. Waffe ist auch teuer. Aber sowas wie eine Kappe oder eine Tunika oder die Stiefel kosten nur 40. Da kriegt ihr sogar 25 raus, wenn ihr 1000 Obolusse habt. Aber worauf ich hinaus wollte, weswegen ich gesagt habe, in der Höllenflut. In der Höllenflut sind oft diese Ereignisse und ihr sammelt dabei noch Glut. Und mit der Glut könnt ihr die geheimnisvollen Kisten aufmachen. Also Win-Win. Und das meinte ich mit, macht nie Sachen immer nur für eines, sondern immer für mehreres. Sechs versunkene Glocken. Habe ich natürlich jetzt nicht geschafft. Das ist auch mal gut zu wissen, weil ich so viel gequatscht habe, habe ich gar nicht geguckt, was ich machen muss. Ich habe es nicht geschafft und jetzt wäre auch interessant, wie viel Obolusse kriegt man, wenn man es gar nicht schafft. Für die Leute, denen das vielleicht zu schwer ist. Aber ich muss jetzt hier die Gegner noch killen. So, wie viel Obolusse gibt das? 35. Und ich habe es nicht mal geschafft. Ich bin hier hingelaufen, habe es gestartet, dann könnt ihr wieder weglaufen. Wartet anderthalb Minuten. 35 Obolusse, ein halber Ring, einfach so. Da haben wir das nächste. Und ich würde sagen, ich mache jetzt mal eben meine Obolusse voll. Und dann sehen wir uns wieder beim Kuriositätenladen, kaufen einmal komplett die Ringe durch und dann werdet ihr sofort sehen, was ich meine mit, wieso das Sinn macht, so ein bestimmtes Item zu farmen, anstatt unnötig durch die Dungeons zu laufen und unglaublich viel Crap zu sammeln, aber nicht das, was ihr braucht. Kurzer Zwischenstand, ich habe jetzt alle Ereignisse von dem Baum abgeschlossen, bin bei 300 Obolussen, das Ganze hat keine 10 Minuten gedauert. Und da nochmal eine ganz kurze Info. Die Dinger haben immer eine Abklingzeit. Das heißt, an 50 Minuten würden diese Aufgaben wiederkommen. Ihr könnt dann also quasi in der Zeit entweder wieder was anderes machen, bis die wiederkommen. Oder ihr macht das so wie ich und geht jetzt einfach mal ein bisschen in die Höllenflut und rennt rum und das ist nicht geskriptet. Und geht einfach direkt zum nächsten Kreis. Ich kann noch ganz kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich war bis jetzt, bis ich zu dieser Erkenntnis gekommen bin. Kein Fan von diesen Kreisen und dachte so, ich habe keinen Bock darauf. Seit heute, also wirklich just seit heute, bevor ich dieses Video gemacht habe, mache ich nichts anderes mehr als Obolusse zu sammeln, weil es so viel mehr Sinn macht. Aber gut, ich sammle jetzt noch weiter Obolusse, dann sehen wir uns beim Kuriositätenladen und dann erkläre ich auch nochmal was zu den Aspekten. Ich habe 600 Obolusse gefarmt. Das Ganze hat ungefähr 20 Minuten gedauert. Ich habe aber auch unnötigerweise einen Keller mitgemacht, um auszuprobieren, ob der auch Obolusse gibt. Nein, der gibt keine Obolusse. Und das, was ich meinte, ist, jetzt gehen wir zum Kuriositätenladen. Und bevor ich jetzt die Ringe kaufe, gehen wir jetzt das Ding mit den Aspekten durch, weil das ist natürlich wichtig zu wissen, damit ihr wisst, was ihr kaufen müsst. Ich hatte zu Anfang des Videos gesagt, dass man somit auch Aspekte farmen kann. Aspekte kriegt man ja auf legendären Items. Und jeder Aspekt hat eine andere Chance, oder jeder Aspekt, oder nicht jeder Aspekt, kann auf jeder Waffe und auf jedem Gegenstand sein. Es gibt zum Beispiel diese Gegenstände, die haben dieses Zeichen da oben, die können nur auf Ringen sein. Wenn ihr also diesen Aspekt sucht, dann könnt ihr so viele Stiefel und Waffen und Kappen und alles Mögliche finden. Ihr werdet diesen Aspekt niemals finden, weil der kann nur auf einem Ring sein. Und so gibt es zu jedem Zeichen verschiedene Möglichkeiten. Das kann zum Beispiel nur auf Stiefeln und Amuletten sein. Das hier kann auf alles sein, außer Waffen. Die Dinger können auf Waffen und Handschuhen und Amulett sein. Und das kann auf Kopf, Brust, Bein und Amulett sein. Also ihr seht, ne? Je nachdem, was ihr sucht, müsst ihr auch das jeweils passende Item nutzen oder euch kaufen bei dem Okkultisten, bei dem Kuriositätenladen. Und sagen wir jetzt noch zum Beispiel Ring, weil ich will ja auch einen Ring haben und ich würde diesen Aspekt brauchen, dann würde ich jetzt nur Ringe kaufen. Würdet ihr das brauchen, dann würdet ihr natürlich nicht Waffe nehmen oder Amulett, sondern Handschuhe, weil Handschuhe am günstigsten sind. Da müsst ihr mal gucken, was ist am günstigsten und was macht da am meisten Sinn. Hier Kopf, Brust, Bein ist egal, alles günstig für 40.
Und so müsst ihr gucken, welchen Aspekt braucht ihr, welches Zeichen hat das, auf welchem Item kann das sein. Und dieses Item kauft ihr dann beim Kuriositätenladen. So, jetzt gehen wir da einmal hin, kaufen 10 Ringe und schau mal, ob da vielleicht was Gutes für mich dabei ist. Na, sagen wir mal, ich brauche diesen einen Aspekt und oder einen coolen Ring. Ich brauche jetzt schon einen sehr extrem speziellen Ring, ne? Der muss vermacht sein, selten oder legendär. Drei richtige Aspekte drauf und dann noch High Rolls. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ich den jetzt finde. Aber schauen wir mal. Ringe, kaufen wir uns 10 Ringe. Und ihr seht, von 10 Ringen sind 1, 2, 3, 4 Legendäre dabei. Das ist also viermal die Chance auf diesen Aspekt, den ihr braucht. Und ich kann sofort die verkaufen, die nicht vermacht sind. Ich brauche nämlich nur Vermachte, deswegen gucken wir uns nur die an. Überwältigungsschaden, Glücksschaden, Trefferchance, schlecht. Crit-Schaden. Rest schlecht. Crit-Schaden, Crit-Chance. Schade. Der wäre okay gewesen. Die Rolls sind nicht gut. Aber so seht ihr, könnt ihr mal gucken, was ihr braucht. Hier Glückstreffer, Chance, maximales Leben. Crit-Schaden wäre wieder gut, der Rest ist alles Müll. Und den blauen brauchen wir uns gar nicht angucken. Und gucken wir uns die Aspekte an. Ich hatte eben gesagt, sagen wir mal, den ich hier brauche, Ruffertigkeiten erzeugt Wut. Gucken wir, ob ich das dabei hätte, theoretisch. Zerfleischen, nein. Staubteufel, nein. Sprung, nein. Staubteufel nochmal, nein. Aber vertraut mir, das ist die beste Variante, um Aspekte zu suchen. A, gibt es hier eine viel höhere Chance auf legendäre Items als in normalen Dungeons. Vor allen Dingen, wenn ihr Weltstufe 3 seid und nicht 4 oder so, dann auch in der ersten Weltstufe oder so, dann macht das extrem Sinn. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, es hat euch geholfen, weil ich werde jetzt nur noch Obolusse sammeln, Leute. Auch in den Streams, Leute, macht euch auf Obolusse sammeln gefasst. Lasst gerne ein Follow da, gerne ein Like und ein Video, wie gesagt. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.